Also ja, das ist sehr schön mit anzusehen. Ich könnte eigentlich bei der Weizenproduktion hier die auf bessere Nahrung schalten. Produzieren sie doppelt so viel Mehl und dann können die Bäcker mehr backen. Jo. Also es könnte Mehl ein bisschen ein Engpass werden. Den wir ja so vermeiden können. Dann haben wir schon mal hier eine Route. So, da kommt das Bier für die Geistlichen. Können wir nämlich schon mal anfangen, hier oben die, die Sektoren zu bekehren. Oh, das ist auch schon unterwegs, um den Erdrutsch zu beseitigen. Also wir können uns auch mal dann die Mühe machen, anzugreifen. Unserer geballten Armee. Ah, da kommen die Ressourcen, um den Erdrutsch zu beseitigen. Ihr habt eine Quest erfüllt. Das ist besser. Irgendwas sieht hier ulkig aus.
Schlacht gewonnen. Der Erdrutsch ist beseitigt. Ach ja, stimmt ja, die Quests. Osten erstreckt sich eine Halbinsel unter der Herrschaft verstockener Heiden. Ja, okay, das ist das, was auch unser Wächter uns in der Katze gesagt hat. Ja, und ihr benötigt Platz für eure Bankkönigreich, bla bla. Du hast Pekiniere verloren, du hast ein Kanonier verloren. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig. Prestigebelohnung, Eroberungsbelohnung. So, was wollen die an Geld denn haben? Geld und Bier wollen sie, okay. Müssen wir sehr viel mehr Bier machen. Also einfach mal 10 hiervon. Und am besten noch 10 davon mal wieder. So, als nächstes Verluste ausbügeln. Fangen wir bei dir an. Du hast ein Kanonier verloren. Du hast 6 Pikiniere verloren. Das ist okay. Du 8 Musketiere. Das ist auch noch verkraftbar. So, Weizenprobleme gibt es keine. Fleischprobleme sollte es auch keine geben. Wasser könnte allerdings Mangelware hier werden. Aber ja, Wurst wird mehr als genug produziert, das ist gut. So, das heißt, ich kann hier liefern. Schon mal. Damit haben wir nämlich dann eine Sache schon mal abgehackt. Wenn ich mich frage, wo meine Geistlichen gerade unterwegs sind. Ah, da kommen sie. Gut. Ja, ich denke, das Militärische wird das langwierigste sein. So, währenddessen können wir Hochrechnung machen. Was brauche ich hier? 9 Bücher plus 12 Bücher. 9 Bücher plus 12 sind 21 Bücher. Und ich habe 4. Warte, 9 plus 12. 21 plus 16, oder? 12 plus 4 sind 16, ja. 21 plus 16 sind 35. 31 Bücher brauche ich noch. Ich brauche 21 für den Heidenkreis. Also 9 plus 12, 21. Und 6, und 9 plus, und 4 plus 12, also 16 für den hier. 35. 35, ja.
4 habe ich. Heißt, 31 brauche ich noch. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Jetzt brauche ich 29. Außenposten. Fantastisch. Ihr habt den Weg frei gemacht und die Schwäche der Einsiedler für Gold benutzt, um sie um ihr Land zu bringen. Während eure Siedler die Wildnis durchstreifen, sie sehen einige Güter in die Hände gefallen, die ihr zur Gründung eures Rebellenkönigreichs gut gebrauchen könnt. Ihr beschließt neues Land, mein Freund? Glückwunsch, eure Taten haben euren Prestige gemerkt. Macht nur weiter so. Questbelohnung. Da sage ich nicht nein dazu. So, Eroberungsbelohnung und noch eine Eroberungsbelohnung. Ja. Jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gekommen. Also, ich brauche 35 Bücher insgesamt. Jetzt habe ich 6, fehlen noch 29. Wenn ich jetzt nochmal 1 nehme, habe ich 8. Das heißt, es fehlen noch 27. 27 durch 3 ist 9, also 9. So, und Waffen. Gut. Ey, das heißt, wir können hier mal ausbauen. Der Ausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So. Und hier oben eigentlich genauso. Oh ja, wir haben die Mühle jetzt, die uns nicht viel bringt eigentlich. So. Eine Befestigung hier. Ist aber nicht schlimm und hier sind auch keine, oder? Na doch, hier wären welche, aber brauchen wir nicht unbedingt. So, ich habe die 35 Bücher. Hier ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wollen wir uns erstmal das hier, was wir für die hier benötigen. Was schon relativ viel ist. Ihr braucht hier 1, 2 und ja. Und mal wieder 40 Bier erstmal. So. Gut, dann werden Lagerhäuser gebaut, die werden ausgebaut, hier werden Truppen nachgerüstet, damit wir dann das nächste Gebiet angreifen können. Aber das ist dann alles für die nächste Aufnahmesession. Wird Zeit zu speichern. Ja, überschreiben. Und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.